Das Vorstellungsgespräch. Jeder Berufstätige musste es schon einmal durchlaufen und kennt mitunter auch die unangenehmen Nebenwirkungen wie erhöhter Pulsschlag oder kalte Hände. Die Aufregung ist ganz normal. Schließlich ist es die erste Hürde, die es im Berufsleben zu bestehen gilt. An der Ober-Ursula-Feldberg-Schule wird der Ernstfall trainiert. Vielmehr noch, er ist sogar Bestandteil des Stundenplans. Wir haben ein Unterrichtsfach, das heißt direkt Berufsvorbereitung, bei dem Bildungsgang zur Berufsvorbereitung, Rollenspiele durchgeführt werden und die Schüler genau solche Fragen schon mal vorab gestellt werden. Wir gehen natürlich auf wichtige Regeln ein, die einzuhalten sind beim Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich komme pünktlich, wie verhalte ich, wie gebe ich die Hand dem Arbeitgeber, was sage ich, wie, was ist angemessen für Sprache und diese einzelnen Segmente, die üben wir dann im Unterricht. Einmal im Jahr wird dann das theoretisch Gelernte geprobt. Nach 2 Monaten Vorbereitung wird ein Bewerbungsgespräch in Rollenspielen nachgestellt. 4 der 35 teilnehmenden Einzelhandelsschüler übernehmen dabei den Part des Unternehmens und stellen die Fragen. Die 28 Schüler der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, kurz BBV, müssen sich hier von ihrer besten Seite präsentieren. Die Ängste der Schüler in so einer Situation ähneln sich häufig. Sie wissen oft nicht, wie sie anfangen, wie sie in so ein Gespräch reingehen sollen und was sie vor allen Dingen sagen sollen. Sie werden viele Fragen gefragt und sitzen dann da und wissen, trauen sich kaum, was zu sagen. Das ist die erste Hemmschwelle und dann die zweite Hemmschwelle, wie sage ich das jetzt eigentlich? Also einfach dieses Reflexive bei den Schülern, wie präsentiere ich mich, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mich darstellen. Auch der 17-jährige Maurice muss sich den Fragen der Personaler stellen. Nach einem viertelstündigen Befragungsmarathon sind die wichtigsten Punkte geklärt. Am Anfang ist es eben immer ein bisschen schwer, ja. Aber wenn man eben im Gespräch vertieft ist, dann kommt es eigentlich schon so alles von alleine. Im Anschluss an alle Bewerbungsgespräche beraten die Einzelhandelsschüler darüber, wer einen Ausbildungsvertrag bekommen würde. Doch was macht ein gutes Vorstellungsgespräch aus? Worauf wird besonders Wert gelegt? Wir achten bei den Kandidaten auf Auftreten. Gut, wir achten auch darauf, ob sie gepflegt sind, so weit normal zumindest. Und wie sie sich ausdrücken im Gespräch. Also ob sie die Fragen, die sie gestellt bekommen, halbwegs flüssig beantworten, ob da ein normales Deutsch rauskommt, was man vielleicht auch auf Kunden loslassen kann. Die Projekterfahrungen der letzten 6 Jahre haben gezeigt, die Übung zahlt sich aus. Oftmals ist es so, dass die Schüler sagen, ja, das ist gut, diese Fragen schon einmal gestellt bekommen zu haben. Denn es ist was anderes, als die Fragen einfach zu hören und zu wissen, das wird jetzt auf mich zukommen, als dann auch wirklich darauf zu antworten.